Hallo liebe Skorpione, herzlich willkommen zu eurer Monatslegung für Mai 2022. Ja, lasst uns wieder gemeinsam hineinschauen in die Energien, was ich hier zeigen möchte. Du kannst die Legung vor allem für dich nehmen, wenn du Sonne, Mond, Venus, Aszendent in Skorpion hast. Aber wenn du in einem dieser Aspekte ein anderes Sternzeichen hast, dann schau auch gerne in die Legungen hinein und natürlich auch zu späterer Zeit noch einmal. Manches wird sich ja eben erst zeigen, offenbaren. Ja, Zeit ist fließend, ja. Da schau einfach, ne, wie etwas für dich schon begonnen hat oder sich auch erst abzeichnet. Und es ist natürlich ein allgemeines Orakel, ja. Schau, wie du damit in Resonanz gehst. Ich kann bei weitem nicht jede Situation aufgreifen und ja, vielleicht siehst du manches in den Karten selber noch mit, was dich betrifft oder ne, kannst es für dich ablesen anhand meiner Erläuterungen. Dann ja, sei einfach auch so frei und interpretiere das dann für dich. Eine kleine Änderung gibt es diesen Monat, ja. Auf Anregung eines Zuschauers hin. Vielen Dank, Dimitria, für die Anregung. Denn diesmal sind die Dekaden, die ich lege, nicht zuerst die zeitlichen Dekaden, das kommt schon auch vor, ja, die Monatsdekaden, sondern die Dekaden für das Sternzeichen, ja, also für Skorpion. Jedes Sternzeichen lässt sich ja nochmal in drei Teile einteilen. Drei Dekaden. Bei dir im Skorpion geht die erste Dekade vom 24.10. bis zum 3.11. Die zweite Dekade vom 4.11. bis zum 11.11. und die dritte Dekade vom 12.11. bis zum 22.11. Und jede Dekade hat nochmal so ein Stück weit ihre Spezifik. Ne? Gerade die erste Dekade steht sehr für den Skorpion in seiner Reinform. Ja? Und die zweite Dekade hat sehr stark Merkmale, greift sehr stark Merkmale auf von den anderen Wassersternzeichen, also von den Skorpionen und die dritte dann von den Fischen, entschuldigt, und die dritte Dekade dann vom Krebssternzeichen. Ja, da gibt es Einflüsse. Wenn euch das vertiefter interessiert, wir werden sicherlich da an anderer Stelle einmal genauer noch drauf eingehen, aber macht euch selber vielleicht einfach auch schon mal kundig übers Internet. Da gibt es ja einfach auch so manche Hinweise und Einführungen, was nochmal genauer charakterisierend ist für die Dekaden. Ja, und es gibt aber auch hier dann für jede Dekade eine kleine fortführende Legung, die könnt ihr gerne in Anspruch nehmen über den Link in der Infobox. Gebt da bitte dann einfach dementsprechend euren Dekadenwunsch auch an. Und ansonsten schaut, lasst gerne hineinschauen für euch persönlich über die persönlichen Legungsangebote, die verlinkt sind in der Infobox. Ja, und nutzt einfach ja, das, was gegeben ist. Sehr gern. Ja. Ja, schauen wir mal. Erstmal in die übergeordneten Botschaften für euch alle. Was will sich hier zeigen? Welche Thematik wird relevant? Hier haben wir zum einen, und wir haben diesmal sehr viele erdische, naturverbundene Kartendecks mit dabei. Es ist ja eben die Stierzeit insofern. Ne? Hier haben wir das Gaia Oracle mit dem Stichwort Ganesha und ja, noch einzelnen Stichworten Clearing Away Obstacles, Protection und Guidance. Ja, möglicherweise hast du da in letzter Zeit oder jetzt gerade auch noch sehr viel erlebt, dass bestimmte Entwicklungen nicht recht vorangehen, ja, hier nun sollen mit, ja, gerade mit der Kraft der Ganesha, die ja eine der höchsten Göttinnen im Hinduismus ist, angezeigt werden, dass eben Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, ja, du Schutz erfährst und Führung und was mit der Botschaft noch verbunden ist, eben
dass es alles seinen Sinn und seinen Grund hatte, dann, ja, gerade wenn Hindernisse aufgetaucht sind, etwas nicht so recht voranging, ja, sich nicht entfalten wollte, dann war einfach da noch nicht die Zeit dafür, hätte es dir nicht gut getan, ja, in bestimmten Entwicklungen voranzuschreiten. Vielleicht, weil du einfach noch nicht so weit warst, vielleicht hast du einen gewissen Heilungsprozess zu bewältigen gehabt. Aber jetzt öffnen sich sozusagen die Schleusen, öffnen sich die Tore und Türen und ist der Weg freigegeben, wird der Weg geklärt und bereinigt und kannst du ja, geschützt vorangehen. Wirst dabei eben weiterhin auch gesegnet und geführt. Alles hat seinen Grund, ja, und nichts ist von ungefähr, selbst wenn wir Menschen das manches nicht gleich verstehen und annehmen können und überblicken. Entschuldigung. Unser Weitblick ist eben manchmal eben nicht ganz so weit, ja, geringfügig und ja, ergibt sich im Nachhinein, im Rückblick dann so manches an Verständnis und Aha-Erlebnis auch, ja. Naja, schauen wir mal. Das kann verschiedenste Bereiche betreffen, ja, wo es hier nicht voranging, ne? Ja, vielleicht persönliche Genesung oder na, Berufsfindung, in der Liebe, dass es da nicht voranging oder na, dass du für dich persönliche Entwicklungen angegangen warst, aber nicht so recht vorangekommen bist. Ja, hier haben wir aus dem Crystal Reading Cards noch einen unterstützenden Impuls. Eben die Kristalle können ja wunderbar eben unterstützen bei bestimmten Situationen, ja, in bestimmten Zeiten. Hier haben wir für dich den Heidenite mit Gratitude, Dankbarkeit. Sehr passend, ja. Gerade wenn wir bestimmte Situationen eben dann im Rückblick betrachten und sehen, wie sich ja Knoten lösen, Hindernisse plötzlich auflösen und alles viel leichter geht, plötzlich alles vorangeht, ne? Auch nochmal die Situation reflektieren, in der wir vorher waren, warum etwas nicht voranging, ja, dann ja, darf da einfach auch Dankbarkeit, sollte Dankbarkeit aufkommen für all die Entwicklungen und Zusammenhänge, die wir eben als Menschen oftmals nicht überblicken, aber die ihren guten Grund haben. Ja. Und ne, Dankbarkeit auch dafür, dass eben der göttliche geistige Schutz da mit an der Seite ist und schon weiß, ne, wie es gehen sollte. Was er macht. Ja, auch wenn wir manchmal nicht so recht wissen, was wir machen, sozusagen, und durchblicken. Deine Herzenskraft wird gestärkt, ja, denn na, eben Dankbarkeit beginnt im Herzen, ist eine Herzenseinstellung, Herzenssache. Ja, und blühst du da einfach auch wieder auf, darfst auch wieder aufblühen, ja. Gerade jetzt vielleicht einfach auch die Frühlingszeit ist dann nochmal sehr schön unterstützend. Ja, kommst du im Wonnemonat Mai tatsächlich in Wonne. Ja, schauen wir mal, was zeigt sich hier noch im Liebesorakel und das kann auch erst einmal für dich selber stehen. Hier haben wir Zwillingsseelen. Eure Leidenschaft ist entflammt. Möglicherweise hast du ne, in letzter Zeit vielleicht auch schon sehr lange nach einem ja, entsprechenden Gegenüber gesucht, mit dem sich leben lässt, gehen lässt, in Harmonie sein lässt. Hier nun ja, ist es möglich, dass du entweder auf ja, einen solchen Menschen triffst, erst einmal, oder mit einem ja, bestimmten Menschen, den du vielleicht auch schon länger kennst. Und viel Einigkeit da ist, ins ja noch stärker ins Fließen kommt, noch enger zusammenrückst und ja auch Leidenschaft miteinander teilst, ja, also ihr einfach auch im Miteinander leidenschaftlicher noch werdet. Vielleicht, na, Leidenschaft grundsätzlich ist ja
auch verbunden mit Kreativität. Vielleicht betrifft es auch den beruflichen Bereich noch. Ja, muss ja nicht nur die Liebe sein, ja, dass du da einen wunderbaren Kollegen oder Geschäftspartner einfach auch ausmachst, triffst, mit dem sich kreativ sein lässt. Ja, und ja, so richtig ein Projekt aufbauen lässt. Ja, schauen wir nun hinein in das Tarot. Und hier habe ich das Crystal Power Tarot. Eben auch noch einmal versehen mit Kristallhinweisen vielleicht. Magst du da dann auch einen der Kristalle nutzen? Na, leg dir ruhig auch so einen Kristall zu oder nutz ihn, falls du ihn schon hast. Ja, als Handschmeichler oder ne, dass du ihn bei dir führst. Vielleicht auch als hast du ein Schmuckstück mit diesem Stein. Dann leg es jetzt durchaus bewusst an. Ne? Es stärkt dich, es unterstützt dich einfach in deinem Vorankommen. Ja, gib noch einmal deine Energie hinein. Und dann ziehen wir für die drei Dekaden jeweils. Ups. Da will gleich sehr viel auf einmal. Einen Impuls. Für die erste Dekade, für die zweite Dekade, für die dritte Dekade des Skorpions. Ja. An der Unterseite für euch insgesamt der König der Schwerter. I trust my ability to make strategic decisions. Mit dem Ametrin, ja, eben vielleicht ist der Stein auch hilfreich, Ametrin. Der König der Schwerter ist einer mit viel Erfahrung, mit Wissen, Weisheit, Lebensweisheit. Ja, da ist so einiges zusammengekommen aufgrund der Erlebnisse, ne, der Ereignisse, die er ja, durchlebt hat, durchleben musste. Ja. Er ist ja, daraus schlau geworden, hat dementsprechend seine Konsequenzen in ja, so mancher Hinsicht gezogen, in der Liebe, ja, aber möglicherweise auch im Beruflichen, ja, in der Art und Weise, Entscheidungen zu treffen, mit dem Leben umzugehen, voranzugehen, für sich einzustehen, zur Entscheidungskraft zu finden. Ja. Er traut seiner Fähigkeit, um strategische Entscheidungen zu treffen. Vielleicht geht es ja, für dich diesen Monat sehr darum, strategische Entscheidungen eben zu treffen, vielleicht etwas eben bewusst hinter dir zu lassen, bewusst auch dafür zu danken, bewusst einen Weg zu gehen, ja, der sich anbietet, ne, neben manch anderem auch. Ja, sich bewusst auf eine Person einzulassen, ja, die Möglichkeiten auch anzunehmen, die sich bieten. Ne? Der König der Schwerter weist auch gern auf geschiedene Menschen hin. Ja. Möglicherweise hast du so etwas eben im eigenen Leben schon erfahren müssen, ja, eingehen müssen. Dementsprechend, ne, gehst du ja, mit bestimmten Themen um, eben auch mit zwischenmenschlichen Erfahrungen, mit der Liebe und lässt dich da so schnell auf nichts mehr ein. Ja. König der Schwerter ist manchmal eine sehr nüchterne Energie, etwas gefühlskalt oder sehr vorsichtig, ne, sehr verkopft. Vielleicht ist es nötig, so vorzugehen, aber ne, also vielleicht, wenn gerade berufliche Entwicklungen da auch anstehen. Vielleicht sogar Selbstständigkeit, ja, auch dafür kann der König der Schwerter stehen. Aber ja, ne, achte trotzdem deine Gefühle. Ja, du bist eigentlich ein Wasserzeichen, sehr intensiv mit deinen Gefühlen auch verbunden und geprägt von ja, deren Bewegungen, ja. Vielleicht, weil hier einfach auch das Stichwort heile deine Wunden, 8 Wochen, 8 Monate mit verzeichnet ist. Möglicherweise ist der König der Schwerter
auch ein Berater, ein Unterstützer, ein Mensch mit viel Lebenserfahrung, mit viel Weisheit und Wissen. Ja, vielleicht auch ein Anwalt, ein Richter. Ja, ja. Vielleicht gilt es, dahingehend Entscheidungen zu treffen. Schauen wir mal, ne? Wie es sich für die einzelnen Dekaden zeigt. Fünfter Stäbe haben wir hier für die erste Dekade mit dem Garnet, ja, oder Granat. I stand my ground and look for peace. Ja, du stehst an deiner Stelle, ja, verteidigst sie auch und ja, deine Position, deine Haltung, ne, weil eben dir etwas wichtig und wert geworden ist, ja, hinsichtlich verschiedenster Themen kann das ja sein, ne, dass du einfach bestimmte Berufsverhältnisse einfach nicht mehr eingehen möchtest oder dann Vorstellungen hast, ja, in welche Richtung, Positionen du gehen möchtest, dich einlassen möchtest. Das kann eben genauso in der Liebe sein, dass dir bestimmtes für die Liebe einfach wichtig geworden ist. Eben Harmonie miteinander, Einigkeit, ne, dass man miteinander tatsächlich das Leben teilt und gestaltet und aneinander Anteil nimmt. Ja, ja. Möglicherweise bist du noch dann hier auf dem Weg, in Frieden zu finden, ne? Mit der Geschichte, die du erlebt hast, ja, mit den Prägungen, die du in dir trägst. Ja, denn fünf der Stäbe sind immer auch so ein Stück weit innere Auseinandersetzung, dass da manches noch nicht wieder angeordnet ist, in Ordnung finden möchte. Aber es sind konstruktive Auseinandersetzungen. Damit lässt sich gehen und wird sich auch siegreich gehen lassen. Ja. Nachfolgend sind ja dann die sechs Schwerter. Also das sich auseinanderzusetzen mit dem, was geschehen ist, eben alles, wie sich alles auch gefügt hat, ja, darüber ein Stück weit auch zu staunen gerne und in Dankbarkeit zu kommen. Ja, kann für dich hier eben sehr wesentlich sein und werden. Ne. Auch wenn dir vielleicht, ne, das Stichwort Dankbarkeit ist immer so ein bisschen herausfordernd. Ja, auch wenn es manchmal schwerfällt, eben gerade negativere, unangenehmere Ereignisse anzunehmen. Ja, wie vielleicht eine Scheidung, eine Trennung, die sehr, ja, runtergerissen hat, auch eingeschlagen hat, ja, ins Leben. Ja, aber, ne, es fügt sich und ja, wird sich entsprechend segnend weiterentwickeln. Ja, wir haben ja die gelbe Farbe mit dabei, ja, die natürlich schon auch das Feuerelement mit anzeigt, aber auch diese Kreativität und Belebung, ja, da kommt neues Leben rein und ist eben auch gesegnet. Auch dafür steht die goldgelbe Farbe. Ja, schauen wir nun weiter hier mit dem Chakra Wisdom Oracle, was jetzt sich noch genauer da an Informationen bietet. Vielleicht bekommen wir noch einen Hinweis auf den stärkeren Hinweis auf den Bereich. Ja. Die Stäbe, die können sowohl, ne, für die Leidenschaft, ne, hinsichtlich der Liebe stehen, als auch des Beruflichen, ja, des Tätigsein. Ja, schauen wir. Acht der Münzen. Ja, die Arbeitskarte. Ja, Acht der Münzen zeigt an, da warst du reichlich am Wirken. Ja, hast dein Können unter Beweis gestellt, tust es hier auch weiterhin, arbeitest an, ja, deinen inneren wie äußeren Reichtum, an deiner Genesung, an deiner Stabilisierung, ne, eben innerlich wie äußerlich. Und ja, das wird sich auszahlen, hat sich schon ausgezahlt, aber ne, ja, schreitest du da gut voran, ja. Hier haben wir noch die Stärke
Und den Magier. Na, interessant, sehr starke Energie. Es scheint, ich nehme es doch mal auf, es scheint, als arbeitest du an einer bestimmten Sache. Mindestens ja, an deiner eigenen Stärkung, ja, dass du in eigene Kraft und Stärke wiederkommst, vielleicht eben deinen Genesungsprozess erlebst. Ja, also wirklich körperlichen Genesungsprozess auch erlebst. Und ja, dass sich hier einfach auch wunderbar auszahlt und dich in, ja, umso mehr dann einfach auch in starke Energie bringt, wieder ins Tun, ins Aktivwerden. Ja. Das, Entschuldigung. Möglicherweise, ja, hast du hier Anfang des Monats noch etwas Konkretes auch zu bearbeiten, ein bestimmtes Projekt, setzt da viel Kraft und Energie ran, ja, bringst deine ganzen Gaben und Talente auch ein, aber hier zeigt sich einfach auf dem Weg, gerade mit diesen beiden starken Energien noch einmal, da steckt noch unglaublich mehr in dir drinne, ja. Wir haben ja bei der Kraftkarte immer eben diese zarte Frau und die gern mit der Herrscherin in Verbindung gebracht wird und den Löwen, ne, als ja, als Sinnbild für unsere wilde, unbekannte Seite, ungezähmte Seite. Möglicherweise entdeckst du einfach auch im Laufe der Zeit noch einmal besondere Begabung, etwas, was dir bisher noch nie so recht bewusst geworden ist, stärker entfaltet werden möchte. Ja, wir haben hier die rot, die orange Farbe mit angezeigt, die ja für das Sakralchakra steht. Ja, also die Kreativität einfach etwas zur Welt zu bringen. Ja, insofern wird das hier gern eben mit der Herrscherin da auch in Verbindung gebracht. Ja, denn die schaut sich wirklich alle Seiten an sich an und versucht sie fruchtbar zu machen, ja, zu entwickeln, ja, damit einfach auch in zum Nutzen, ja, eines weiteren Kreises, ja, der Welt sozusagen zu bringen, zu gebären. Ja, vielleicht wirst du hier auch noch mal eben ganz bewusst auf etwas hin gewiesen, stößt auf eine Begabung, eine Fähigkeit in dir, die es ja, zu zähmen, zu beherrschen gilt, regelrecht. Ne? Und kommst du mit dem Magier dann ganz konkret dazu, etwas intensiv daraus zu machen? Ne? Denn ja, der Magier, ne, dem stehen alle Elemente zur Verfügung, nicht nur die Münzen, ja, sondern ja, der dem wurden alle Elemente natürlich mitgegeben, aber er nutzt sie einfach auch. Er nutzt seine Chancen, macht daraus etwas, ist dabei sehr göttlich gesegnet und begleitet und ja, geht voran, ne? Kommt in Aktivität. Ja. Ne, es kann sein, dass du dich den ganzen Monat gegenüber, ne, damit eben konstruktiv auseinandersetzt, wie du mit einer bestimmten Sache, vielleicht auch Selbstständigkeit, der Magier kann eben auch die Selbstständigkeit mit anzeigen. Ne, wir hatten es ja hier schon mit dem König der Schwerter. Vielleicht entschließt du dich hier. Ne? Es kostet natürlich sehr viel Mut und Kraft und Courage, ja, und Willen, da sich mit auseinanderzusetzen, die Sache anzugehen. Aber du hast ja hier möglicherweise schon sehr gut Vorbereitungen getroffen und ja, packst die Chance jetzt, die Möglichkeit beim Schopf und gehst ins Tun, ne? Setzt eine Selbstständigkeit entweder um oder präsentierst einfach ganz bewusst ein Projekt. Ja. Möglicherweise kann das ja auch Urlaubszeit sein, die
Stärke, ne? Dass du da ein paar Tage dich auch zurückziehst, ganz bewusst zurückziehst, beherrscht sozusagen, nicht an die Arbeit gehst, sondern ja, einfach auch mal deiner wilden, ungezähmten Seite dann Freiraum lässt und einfach tust, wonach dir ist, ne? Was eben auch noch mit zu dir gehört, das einfach auch frei lässt sozusagen, berechtigt da sein lässt und startest dann hier wieder umso besser, umso stärker, ja, umso bewusster auch. In der Liebe kann es bedeuten, ja, dass entweder hier schon eine Menge auch miteinander geschaffen wurde oder eben aufeinander zugehen gearbeitet wurde, ja. Und hier, ja, nun sozusagen sich gegenseitig einfach auch gezähmt wird, ja, aufeinander eingelassen wird, ganz bewusst, ja, beziehungsweise eben nicht nur ganz bewusst, sondern einfach auch sehr geführt, ne, ja, auch leidenschaftlich, ne. Und hier ganz bewusst ins Tun, ins Miteinander starten gegangen wird. Ne? Oder eben, wenn ihr euch schon kennt, wenn ihr schon zusammen seid, ja, dass ihr hier einfach nochmal euch auch miteinander Zeit nehmt, ja, eben für, ja, auch für Kreativität, miteinander Zeit genießen und bewusst gestalten. Nicht nur jeder geht seiner Arbeit nach, ja, seiner Tätigkeit, ne, seinen Prägungen einfach auch, sondern hier ist Zeit füreinander, ja, sich ja auch leidenschaftlich zu begegnen, ne. Oder gar tatsächlich ein bestimmtes Projekt miteinander auch zu starten, ja. Vielleicht habt ihr dafür hier auch schon Vorbereitungen getroffen. Ja, habt euch vorgenommen, eben entweder Urlaubsplanung, ja, und so machen wir es dann und gehen es dann an. Oder vielleicht auch, ja, ein Umzug, ja, ein Hausbau, etwas, was euch am Herzen liegt, oder, ne, ein soziales Projekt, was auch immer, ein kreatives Projekt. Und hier startet ihr dann gegen Ende des Monats ganz realistisch, ne? Lasst euch da auch nicht weiter reinreden, ne? Geht ja eurer Energie einfach nach, ne? Verleiht den Kräften einfach auch Ausdruck, die euch gegeben sind, ne? So, ich habe schnell mal noch das Licht angemacht, entschuldigt bitte. Ja, was haben wir hier für die zweite Dekade? Den Ritter der Schwerter. Auch hier haben wir den Ametrin eben dabei. Ja, und dem Leitgedanke, I choose my battles carefully. Ja, ich wähle meine Schlachten, ja, meine Kriege sorgfältig. Ritter der Schwerter, der ist schon mit großer Geschwindigkeit unterwegs, eine der schnellsten Karten. Ja, aber ja, auch offen und ehrlich, ja, durchaus bedacht, mit Klarheit, Nüchternheit eben, ja, gehört auch zu den Luftzeichen. Vielleicht spielt hier ein Luftzeichen für dich eine Rolle, wie vielleicht auch noch hier beim König der Schwerter. Das kann auch sein, ne? Verbunden mit Zwilling, Waage, Wassermann. Da schau einfach, vielleicht ist es deine Prägung, auch die eines Gegenübers vielleicht oder eines Unterstützers. Muss auch nicht nur ein Mann sein, ne? Es kann auch eine Frau in dieser Energie sein. Ja, aber hier gehst du eben sehr planerisch vielleicht auch vor. Entwickelt sich etwas auch recht schnell, womöglich, ne? Schau, dass es eben mit Bedacht ist, ja. Denn der Ritter der Schwerter, der tritt eben auch gern
anderen über die Schwelle. Vielleicht geschieht dir das, ne? Vielleicht möchte hier jemand gern auch mit dir in Streit gehen, ja, oder erlebst du einiges an Uneinigkeit und ja, darfst du dir natürlich aussuchen, an welcher Stelle du streiten möchtest und an welcher nicht, ne? Ja. Na, aber es kann auch sein, dass du schnell mit einer Sache nun vorankommst, ne? Dass sich hier ja wirklich einfach auch Knoten lösen, ja, du selber daran stark auch beteiligt bist vielleicht und es hier nun umso schneller vorangeht in einer bestimmten Thematik. Schauen wir mal, was wir da noch für Hinweise bekommen. Gib noch mal deine Energie hinein. Ja. Vielleicht tritt hier die Zwillingsseele auch schneller auf den Plan als gedacht. Ja, wie gesagt, kann auch für Zwillinge stehen. Ja. Schauen wir mal. Was haben wir hier noch genaueres? Ja, die drei der Kelche, die Königin der Schwerter und die sechs der Schwerter. Ja, drei der Kelche steht für Dankbarkeit, ja, ist die Erntedankkarte. Ja, kommst du hier eventuell eben ganz stark in ein, ja, Gefühl der Dankbarkeit eben auch hinein, ja, aufgrund der Entwicklungen, die hier vor sich gehen. Vielleicht, ne, kommt es hier stark auch zur Genesung oder, ne, dass hier Unterstützer einfach an deiner Seite sind, Freunde, die dir beistehen, ja, für eine Situation, für eine bestimmte Entwicklung. Ja, das kann durchaus eben auch im Beruflichen sein oder dass ihr euch beratet über den, vielleicht auch einen Umzug, ja, ja, dass du vielleicht auch eine Wohnung findest hier und darüber wirklich fröhlich bist und feiern darfst. Möglicherweise gibt es hier auch ein, ja, eben eine bestimmte Geselligkeit, eine bestimmte Feier, die ja dir einfach auch wieder Mut macht, voranzugehen, dich zum Aufleben bringt, wo du vielleicht tatsächlich einen Ritter der Schwerter oder dann eben eine Königin der Schwerter, das kann ja, diese Energie kann für Mann wie Frau stehen, ne? Ja, kennenlernst, ne? Ja, und ihr dementsprechend miteinander vorangeht, ja. Möglicherweise, ne, die drei der Kelche, ja, zeigt auch durchaus mit an, ne, dass es hier zu Dreierkonstellationen kommt. Und diese Dreierkonstellation, ne, die eine Liebesbeziehung zerbricht, muss nicht unbedingt entstehen durch eine Drittperson, die hineinkommt, ja, durch die eine Affärensituation entsteht, sondern das kann durchaus eben auch sowas sein wie ein großes Maß an Arbeit kommt hier auf dich zu oder auf dein Gegenüber, mit dem du vielleicht eben schon zusammen bist und ja, drängt sich einfach dazwischen, ja, spaltet euch regelrecht, ne? Mischt sich in die Beziehung auf Augenhöhe sozusagen ein, ne? Ja, weil ja du oder dein Gegenüber eben dann viel zu tun haben oder sich dem auch gern widmen, ne? Es ist ja immerhin auch noch ein Kelch, der hier als dritte Größe dazukommt, ne? Also da geschieht auch eine starke Hingabe sozusagen, ne? Eine große Erfüllung wird da eben verspürt, ne? Und das, ja, auf Dauer lässt sich mit sowas manchmal nicht zurechtkommen, ja, oder es, je nachdem, wie du selber einfach auch eingestellt bist. Mit der Königin der Schwerter kann es dann heißen, ne, dass hier eine klare Trennung auch passiert, ja, dass das für dich einfach zu viel ist, ne? Dass du dieser entweder Affäre tatsächlich, ne, zwischen drei Menschen oder eben anderweitige Dreierkonstellation einfach nicht weiter mittragen willst. Ja, der dritte Kelch kann zum Beispiel auch so etwas sein wie tatsächlich, ne, Alkohol, ja, dass
ja, du da nicht länger irgendwelche Co-Abhängigkeiten sozusagen mitträgst, eingehst, ne, sondern hier ganz entschieden einfach auch sagst, okay, jetzt ist Schluss. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ja. Das tut uns allen, das tut mir auf die Dauer einfach nicht wohl. Ich ja, packe meine Koffer, mache mich auf zu neuen Ufern. Ja, na, vielleicht sogar mit Kind. Ja. Ja, zum Beispiel, ja, also je nachdem, wie deine Situation dann einfach auch ist, ne? Ansonsten, ne, kann es eben tatsächlich heißen, auf einer Feierlichkeit, ja, die hier Anfang des Monats bedeutsam wird, ja, ein Geburtstag oder eben sonstiges Fest, ja, ergibt sich einfach, ne, Bekanntschaft und ja, wird sich hier einfach auch klar füreinander entschieden, ja. Und geht alles eben vielleicht viel schneller, als du schauen kannst. Und ja, lebt ihr einfach dann auch zusammen, ne? Zieht zusammen. Ist es für dich einfach ganz klar? Ja, da gibt es auch nichts anderes dann sozusagen. Ja, und vielleicht, ne, weil einfach so eine starke Verbundenheit miteinander gleich gegeben ist und so wie als kennt man sich schon ewig, ne? Warum sollte man dann länger zaudern und zögern? Ja, dann darf man sich gemeinsam zu neuen Ufern aufmachen, ja? Eben zusammenziehen oder ja, ganz entschieden miteinander eben gehen, das Leben bestreiten, ne? Ja. Wenn es das Berufliche betrifft, zum Beispiel. Na, oder was eben auch tatsächlich sein kann, falls hier wirklich die sechs der Schwerter mit Umzugskarte verbunden sind. Ja. Dass du, ne, ein Wohnungsangebot hier bekommst oder vielleicht auch mehrere und dich einfach auch klar entscheidest und dementsprechend natürlich ja, deine Koffer und Kartons packst und umziehst, da auch Unterstützung bekommst. Ne? Überhaupt dieser Weg, ne, gesegnet ist von der göttlichen geistigen Welt. Ne? Ebenso im Beruflichen, ne, das kann sein, dass du dich hier ganz klar und deutlich vielleicht sogar für eine Selbstständigkeit zu einer Selbstständigkeit aufmachst, ne? Oder eben ein konkretes Jobangebot dann wirklich auswählst oder ausgewählt wirst, ja? Die Entscheidung auf dich fällt und ja, dann einfach entsprechende Entwicklung voranschreitet, ne? Ja, der Weg. Die Entwicklung ist natürlich noch ein Stück weit ungewiss. Ne? Sie machen sich auf zu neuen Ufern. Das Land ist noch nicht bekannt, sozusagen, ja. Und wie sich darin leben lässt, wie man sich genau in allem einrichtet, egal ob das jetzt eine Wohnung, eine Beziehung, ein Arbeitsplatz ist, ne? Es kann nur eben erlebt werden, ja. Lass dich einfach da auch wirklich hintragen. Ne? Mit ruhigem Gefühl, ja. Das Wasser ist hier ganz ruhig. Es ist geführt und geleitet und begleitet, ja. Da brauchst du dir nicht weiter Sorgen zu machen, ne? Denn ja, das hier haben wir die gelbe Farbe angezeigt, ja, die ja für das Solarplexus-Chakra steht. Na, es das gehört ganz zu dir einfach auch. Das, was hier an Weg, an Entscheidungen, an ja, auch Umzug, sich einlassen auf neues Terrain, das gehört zu dir, ja. Bleib da in deiner Mitte, handle aus deiner Mitte heraus, ja. Tu das, was dir entspricht, ne? Ja. Ja, und
Sechster Schwerter heißt natürlich einfach auch, ne, ja, Streitigkeiten hinter sich zu lassen. Ne? Hier hatten wir ja das Stichwort, I choose my battles carefully. Sechster Schwerter sagt, ne, ich habe kein Interesse mehr an Streitigkeiten, an Auseinandersetzungen. Ich habe einfach genug, ja. Das ist hier entschieden worden, ne? Eben gerade auch bei Affärenkonstellationen oder Co-Abhängigkeiten. Ne? Ich möchte meinen eigenen Weg gehen, ich möchte wieder in Frieden kommen. Ne? Fehlen sind ja die vier der Schwerter. Ne? Es verlangt dich da einfach auch nach Heilung, nach Ruhe, nach Frieden, nach Einkehr. Ne? Und die, ja, kann sich einfach dann tatsächlich auch in so äußeren Maßnahmen, sage ich jetzt mal, widerspiegeln, wie Umzug. Ja? Und ja, das wird ja auch wirklich wohltun. Ne? Da steht dann einfach auch, ne, die Verheißung mit dahinter, die Zusage, dass du da in Ruhe und Frieden kommen wirst. Ja. Schauen wir weiter für die dritte Dekade. Was haben wir hier? Hier haben wir die Stärke. Ja, die hatten wir bei der ersten Dekade schon mit. Interessant. Mit dem Herkheimer Diamond. Der kam als Diamant übrigens, glaube ich, bei den Wagen mit. Ja, da schau einfach mal. Vielleicht gibt es da bestimmte Impulse noch mit oder Verbindungen. Ansonsten ist die Stärke auch verbunden mit dem Sternzeichen Löwe. Vielleicht hast du da eben noch Aspekte mit oder vielleicht auch ein Gegenüber. Ja. Und hier haben wir noch den Leitgedanken. I can deal with whatever comes my way. Ja, ich kann mit dem umgehen, was immer, ja, mir auf meinem Weg begegnet, was des Weges daherkommt. Möglicherweise bist du eben schon ganz stark in dieser Energie, auch des nicht nur der Dankbarkeit, des Annehmens, sondern dass du dich wirklich auch sehr stark geschützt und gesegnet fühlst. Ja? Der Herkheimer Diamond. Der ist sehr stark mit Träumen auch verbunden. Ja? Er unterstützt einfach ja, Träume wahrzunehmen, zu erinnern, ne? Bewusst einfach auch zu gehen. Ja? Unterstützt die göttliche, geistige Verbindung. Kommunikation. Wir haben es ja auch ja angezeigt, ne? Mit der Lemniskate, dem Ewigkeitssymbol. Ja, entweder kommst du hier sehr in diese Stärke hinein, so für dich einfach zu stehen und zu gehen, ne, mit dem Gedanken, ich kann mit allem umgehen, ne, was des Weges daherkommt. Mittlerweile bin ich eben so in Genesung, in Stärke, in Mut gekommen. Oder ne, das wird dir diesen Monat zuwachsen, einfach diese Stärke, diese Sonnigkeit einfach auch. Ne? Und ja, begegnest du vielleicht auch an dir tatsächlich Seiten, die du bisher noch nicht kanntest. Vielleicht dieser Stärke eben, ne, dieser Widerstandsfähigkeit und dass du Dinge leichter bewältigst als gedacht. Ne? Leichter bezähmst. Ne? Wir haben immer die zarte Frau eben mit dem Löwe. Ja, und sie gehen verspielt miteinander um. Ne? Sie bezähmt ihn regelrecht und ja, als wäre da keine Gefahr. Also du blickst einfach auch den Herausforderungen ganz klar und deutlich ins Auge und ne, gewinnst dem ja, in Dankbarkeit einfach auch Bereicherndes ab. Ne? Ja, vielleicht lernst du an der eine neue Begabung auch kennen. Ne? Auch das kann es sein. Etwas bisher Wildes, Unbekanntes, ne? In sich selbst kennenzulernen, ne? An Gaben, an Talenten, an Fähigkeiten. Ja, das kann auch ganz praktisch dann sein und umgesetzt werden. Ne? Und ja, du gehst demnach, förderst es. Ne?
machst dich kundig, ja, pflanzt vielleicht einfach auch noch hinzu, machst vielleicht dann auch eine Weiterbildung, ja, zum Beispiel. Schauen wir noch, was sich hier noch für dich zeigt. Hier ist schon eine herausgefallen. Die Königin der Kelche. Interessant. Geht es für dich auch um Spiritualität tatsächlich? Ja, eben der Diamant steht ja für die göttliche Inspiration und intensive Kommunikation miteinander. Ja. Königin der Kelche haben wir hier. Den Ritter der Schwerter hat man ja in der zweiten Dekade. Vielleicht habt ihr miteinander zu tun, auch seid ihr die Zwillingsseelen. Und den König der Schwerter, der wiederholt sich hier noch einmal. Ja, eine sehr starke Bestätigung eben bei dir hier. Ja, Königin der Kelche, ne? Möglicherweise heißt es, du kommst stark mit Spiritualität in Verbindung. Ja, die Königin der Kelche ist sehr intuitiv, ja, ist sehr spirituell geprägt. Wir sehen es an der lila Farbe, die ja für das Kronen, aber auch dritte Auge Chakra steht, so ein Stück weit. Vor allem Kronenchakra, ne? Ja, vielleicht na, bekommst du sehr viele Impulse aus der göttlichen geistigen Welt, ja, sehr viel Begleitung und Unterstützung oder tatsächlich auch Visionen und Botschaften, ne, die du selber dann weiterbringst, ne, kommunizierst. Es kann aber hier so ein Stück weit für dich eben auch um Liebe, ne, um die Tatsache der Liebe gehen, ne, dass du sehr in Liebe kommst. Vielleicht auch schon eben in Liebe bist, ne? Nach Liebe Ausschau hältst, vielleicht eine Königin der Kelche kennenlernst, ne? Das kann für Mann oder Frau stehen. Es geht um die Energiequalität, ja, des starken Liebens, ne? Sich ganz hineinbegeben ins Gefühl. Das kann auch ganz für dich stehen, dass du hier wirklich ganz zu dir selbst kommst, ja, ganz an deine eigene Kraft und Stärke eben und ja, damit einfach auch stark in Liebesfähigkeit wieder hinein, ins Gefühl, in die Verbundenheit mit anderen, in ja, den Fluss mit deinen eigenen Gaben, Talenten, Fähigkeiten. Ja, und dementsprechend einfach auch gestärkt und umso schneller hier einfach auch vorwärts kommst, ja. Ritter der Schwerter, wie gesagt, ne, eine der schnellsten Karten im Tarot, gleich nach dem Wagen. Ja. Er ist offen und ehrlich unterwegs, ja, sehr engagiert, nüchtern, planend, ne? Und ja, bezieht seine Inspiration, ne, seine Botschaft, Weisheit da auch von der göttlichen, geistigen Welt her. Ne, vielleicht lernst du Spiritualität für dich auch nochmal stärker kennen, deine spirituelle Seite und gehst dann ganz konkret auch mit Botschaften nach außen. Ne? Denn der Ritter ist ja eben der Mittelsmann einfach auch, ne, der Botschaften auf den Weg bringt. Ne? Aktiv wird. Vielleicht wirst du auch dann damit aktiv hin Richtung Selbstständigkeit. Die der König der Schwerter dann wiederum anzeigen kann, ja. Gehst da in Planung und dann intensiv deine Sache an, ja. Oder, ne, vielleicht bist du auch schon länger mit Spiritualität tatsächlich unterwegs und gehst hier nochmal ganz konkret eine bestimmte Entwicklung an, ne, und machst sie hier vielleicht eben in Selbstständigkeit, dingfest dann oder mit einem konkreten Projekt, ne, das dann startet und vorankommen kann. Hinsichtlich der Liebe
kann es sein, ne, dass Königin der Kelche und König der Schwerter hier in Kommunikation miteinander kommen, in Auseinandersetzung. Das muss jetzt nicht nur streitend sein, aber ne, das kann schon durchaus auch streitend sein, ne, dass einer dem anderen da über die Schwelle tritt und ja, vielleicht einfach auch klare Entscheidungen fordert. Ne, einfach mal Klarheit haben möchte. Wenn wir es jetzt hier so ansehen, ne, dann reitet der Ritter der Schwerter Richtung König der Schwerter, ausgehend von der Königin der Kelche. Ja, ne, falls das jetzt wirklich auf dich trifft, ne, weil ja, Skorpion steht mit Königin der Kelche in enger Verbindung. Ja, möchtest du möglicherweise eine Liebesbeziehung hier endlich in Klarheit bringen? Weil König der Schwerter ist eben etwas gefühlskalt, distanziert, nüchtern und spricht da auch überhaupt nicht gern über seine Gefühle, lässt sich aus ihm schlecht etwas herauslocken. Ne? Aber ja, wenn du diese Situation vielleicht einfach auch schon länger erlebst, ne? Denn mit der Kraftkarte hier haben wir dir eine große Arkane angezeigt, ja, dann möchtest du natürlich einfach auch Klärung haben. Ne? Wie verbindlich ein Miteinander ist, ja, wie entschieden. Es muss nicht sein, dass es unentschieden ist, aber es ist eben möglicherweise eben noch überhaupt gar nicht kommuniziert. Ja? Also insofern, ne, du, die Königin der Kelche, ja, geht da in die Zähmung sozusagen des Löwen, des Königs der Schwerter. Ja, und da der hier am Ausgang des Monats sozusagen liegt, wird er sich möglicherweise auch erst dann rühren, ja, zu Klarheit gefunden haben, beziehungsweise sie dann erst äußern. Ne? Vielleicht lernt ihr euch ja eben auch über Internet kennen. Ja, auch dafür stehen die Schwerter eben, ne, für die Internetbotschaften, ähnlich wie die Stäbe auch. Ne? Ja, ne, trefft ihr euch vielleicht dann tatsächlich Ende des Monats oder gehst du ganz, falls du die Königin der Kelche bist, ne, hier in ja, in Kommunikation, ne, entscheidest dich klar für, ja, für einen, ne? Falls es eine Streitsituation sein sollte, ja, hier Gefühle einfach sehr intensiv waren und überschwappten und dann einfach auch wirklich zu starkem Streit gekommen wird, kann es natürlich einfach auch sein, ne, dass hier ja, mit dem König der Schwerter dann auch wirklich Trennung verbunden ist. Ne? Na, also eher der König der Schwerter die Trennung anzeigt. Ja, das ja, das für dich einfach in Klarheit kommt, ne? Möglicherweise auch alte Gefühle hinter sich gelassen werden, jetzt wirklich auch abgetrennt werden. Ja. Ja, schauen wir dann noch in der fortsetzenden Legung. Die ist verlinkt über die Infobox und ja, nehmt sich gerne in Anspruch. Da werden wir mit den Chakra Wisdom Oracle noch ein wenig genauer hineinschauen und noch mit anderen Orakelkarten, da, was es für dich da für Impulse gibt, wie sich hier manches vielleicht noch konkreter darstellt. Ja, ansonsten hab... Nein, halt, halt, wir wollen hier noch an die Unterseite gucken. Herr König der Kelche. Ja, na, die... Da kommt dann doch ein Herzensmensch vielleicht auf dich zu, kommst du selbst sehr stark in Liebe, ja, wächst deine Liebe in große Reife, vielleicht auch deine Spiritualität, wie gesagt, ja, dass du, ja, hier ganz bewusst
mit Spiritualität gehst, lebst, ja, sie ausbaust, ne, ins Machen kommt, ins Tun, ja. Ja, das hatten wir ja hier zum Beispiel bei der dritten Dekade. Ja, dass da vielleicht sogar Selbstständigkeit damit angegangen wird. Ne? Ja, oder du einfach auch ganz stark in Heilung kommst. Ne? Ja, in Dankbarkeit, ne? In deiner Herzenskraft einfach auch wieder ausgeheilt bist. Ja, und bewusst, unerschrocken einfach auch. Ja, in Liebe vorangehen kannst, ne? In Liebes, dich auf neue Liebesbeziehungen einfach auch einlassen kannst. Ja, da ja auch Altes verwunden hast. Ne? Ja, je nachdem, wie eure Situation ist, schaut dann einfach ganz konkret immer, ne? Welche Thematik einfach vordergründig ist. Es können auch alles sein. Ne? Ja, und habt einen sehr gesegneten Weg damit. Und ja, dann vielleicht bis gleich in der Fortsetzung oder eben bis ganz bald. Alles Liebe, eure Tara von Tarot Rainbow.